Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Los geht's! Wow, Kasper! Ja, guck mal! Wow, hey, wie cool! Schau dir das mal an! Wir können es den ist Weihnachtsbaum oder was? Dekorieren! Siehst du das? Ja, ganz los viele geht's, Weihnachtskugeln! Komm. Ey, was geht hier ab? Ey, das ist ja so cool, ja, schön ranmachen. Wow, wie cool der aussieht. Ja, und die blaue, die blaue. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und ran auch damit. Die blaue ran. Wo ist die blaue? Ah, hier. Hier oben. Irgendwo. Achso, oh. Hier ist einer. Hier oben noch was frei. Ja, da muss noch was ran. So, sehr gut. Ich hoffe, die machen das alles hier fertig. Na hier, rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Gelb. Rot kommt jetzt richtig weit nach oben. So, hier. Oh. Die coolsten Farben kommen noch ganz oben. Wie cool. Ey, das es ist so bald Weihnachten. Cool aus, ne? Ich weiß, es ist hier gerade ein Tag vor Heiligabend in Roblox. Und ranmachen. Oh mein Gott, ich hab's ganz weit oben gemacht, ne? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's mega weit oben gerade gemacht. Oh mein so. Gott, nimm schon noch eine. Nur noch 15 Sekunden. Noch eine rote Kugel? Nee, rote Weihnachtskugeln sind aber die besten, muss ich sagen. Die sind so schön. Die sind so cool. Und ran hier, ja. Sehr gut. So, warte. Noch gerade so geschafft. Ich hab den Weg verloren. Ich hab dran gemacht auf dem Weg. Ah, na, immerhin. Aber nicht alles fertig geschafft, ne? Aber nee, er sagt, leider nicht. Kette sagt alles in Ordnung. Kette, alte Kollege. Kette. Alles gut oder was? Wir sind noch nicht fertig geworden, aber es ist Zeit, den Baum mal anzumachen. Die müssen mal die Lichter anschalten, deswegen wird noch ein bisschen so dunkel. Okay. Und Counter machen komm. Von drei, Kasper? Ja, eins. Zwei. Drei. Los, leuchte. Los. Bam, los, bam, mach an jetzt! Mach an die Kiste! Oh. Mach an! Ja! Oh! Ja! Oh, und der Stern oben! Wow! Der Stern! Wie cool sieht das bitte schon aus, ne? Gut, du kannst auch raufklettern. Du kannst raufklettern. Wow! Ja, hier ganz oben! Sehr was? Schön! Ich bin so in meiner Weihnachtsstimmung. Guck mal, hier bin ich. Ist so, jetzt haben wir die richtige Stimmung. Das heißt, Schokoladenparty? Heißt die Schokolade? Das klingt ganz gut, Jane. Muss ich sagen. Jane, ich will Schokoladeparty. Lecker! Herr mit den Marshmallows. Oh mein Gott, wie krass ist das denn dekoriert? Jane, ich will Schokolade. Jane, ich will Schokolade. Ich bin hier. Du bist okay. Da hinten, okay. Ist da, guck mal, wie viele Geschenke liegen bitte schon unter dem Weihnachtsbaum, Alter. Boah, so guck mal, da heißes Schokolade hier. Wo? Oh mein Gott. Wo? Mit Marshmallows sogar, guck mal. Was? Guck mal, ich trinke die. Boah, das ist die leckerste, die ich... Bei dir auch dunkel geworden? Ja. Gerade über das Dorf auf dem Gipfel eines Berges. Nein. Alter, du weißt... der böse Mr. Grinch. Ich wusste, dass sie den meinen. Der Grinch? Was? Kennst du den? Der Weihnachtsmann. Ja, das ist der Grüne hier, der. Ich hasse diese Zeit des Jahres. Jeder ist so glücklich, Mann. Was ist daran denn verkehrt? Ist so, Grinch. Aber nein. Nicht dieses Jahr. Ich werde denen das Glück vermiesen und die nicht feiern lassen. Was ist mit dem los? Wie sieht der überhaupt aus? Ich werde Weihnachten stehlen. Wie Weihnachten stehlen? Bro, was ist das für ein komischer Typ? Das gehört, der will den Weihnachten einfach was kaputt machen. Was ist mit dem? Ich trinke weiter meine heiße Schokolade, ne? Jane, wie sieht's aus? Können wir eine Runde Schlitten fahren? Das wäre jetzt richtig cool. Schlitten fahren wäre jetzt richtig cool, ne? Oh, er sagt, er hat zwei Schlitten. Zwei Schlitten? Welche Farbe sollen wir auswählen vom Schlitten? Gute Frage. Definitiv rot. Rot? Komm, wir nehmen rot. Ey, die wollen alle grün. Warum wollen die alle grün haben? Was ist los bei euch? Was ist mit denen? Rot ist die beste Farbe. Warum nehmen die alle grün? Was wollen die den grünen Weihnachtsschlitten haben? Mein Gott, okay, dann lass uns Schlitten fahren hier alle zusammen. Grün habt ihr genug im Sommer, was soll das? Ist so, rot ist die Farbe. Wow. Oh mein Gott. Auf der Piste, guck mal. Ja, der grüne Schlitten. Ich will vorne sitzen. Ja. Ja, wow. Ich sitze auch vorne. Oh mein Gott, okay. Gerade noch geklaut. Nein, da hinten, wir haben eine vergessen. Schnell. Da, schnell. Ja, okay, guck mal, die ist ein bisschen sauer. Die ist gerade ein bisschen sauer, Leute, weil ich hier gerade den Platz vorne geklaut habe. Oh, stimmt. Guck mal, ohne heiße Schokolade. Okay, jetzt geht los. Drei. Oh mein Gott. Zwei. Oh mein eins. Gott. Eins. Oh mein Gott, das wird jetzt, glaube ich, gefiert. Alter. Oh mein Gott, okay. Oh. Oh Gott, wie cool war das denn bitte? Aber, sag mal, Jane, Schlittenfahren muss gelernt sein, ne? Ist so. Guck mal, da hinten, er hat Schmerzen. Wer ist das denn da? Ja? Wer ist das denn? Leute, wacht auf, lauft auf. Geht's allen gut? Hä, was ist denn mit ihm? Hä? Raushalten, nur grinsen. Was ist das denn? Also mir geht's gut. Wieso geht's dir? Geht's dir auch gut? Ich bin auf den Kopf gefallen. Oh mein Gott, was ist das da? Was ist da? Was steht da oben? Ist das die Grinch-Höhle? Ja, ich glaube ja.
Wir sind genau beim Grinch-Hauseingang. Ey, was? Nein. Was raushalten, nur der Grinch. Oh mein Gott, das ist der Turm von ihm. Das ist der Turm sogar von dem, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab so Angst, ich finde, der sieht auch so gruselig aus mit den Haaren, ne? Der ist so ganz haarig. Aber dir ist klar, dass noch kein anderer Mensch dort drin war, ne? Und seinen Platz eingenommen hat. Oh, wollen wir rein? Okay, dann würde ich sagen, wollen wir das erkunden? Ich finde das, ich bin auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Was ist da, glaubst du, drinne? Komm, lass reingehen. Okay. Wow! Können wir das hier so sieht es hier drin aus? Guck mal! Alter, das sieht ja richtig crazy aus, ne? Der hat so ein Parcours gemacht, damit man erstmal nach oben muss. Guck mal, da ist der normale Eingang. Ah. Hä? Das ist doch wohl unglaublich. Okay, warte mal, dann müssen wir jetzt hier vorne rechts gehen, ne? Treppen hoch, okay. Zum Aufsteigen, ne? Ja. Das sollten wir eigentlich hinbekommen, oder? Ich denke auch, Also noch... Hä? Hörst du das knackende Geräusch? Ich höre es auch die ganze Zeit. Ich glaub, es was ist das? Der sein Ding schlürft. Oder nein? Oh mein Gott! Schnee! Was ist das denn? Ein Schneesturm ist draußen! Hä? Oh nein! Das heißt, nein! Es wird die Höhle füllt sich mit Schnee! Oh mein wir Gott! Müssen wir müssen nach oben schnell, bevor wir erstickt werden vom Schnee! Schnell, beeil dich! Du musst auf die Treppe gehen, Kaspar! Lauf! Sonst kommt der Schnee und vergrabt uns! Ja, der Schnee steigt! Oh Gott! Ich seh nix! Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf! Ich seh nix! Spring! Oh, hoch hier, schnell, ist doch rutschig und nein, ich bin ganz unten! Was? Oh mein Gott, Bro, ich bin ganz runtergefallen. Ich hab nichts gesehen, ich bin erster hier oben. Ich hab noch genug Zeit hier. So, hoch hier. Oh mein Gott, du bist als einziger runtergefallen. Nein, da ist noch jemand anderes. Du bist schlechter als alle anderen. Gar nicht. Du bist als okay, da ist noch einer. Okay. Oh mein Gott, die wird das nicht schaffen, ne? Die wird im Schnee. Die, das glaube ich nicht. Die wird im Schnee festhängen. Und? Oh mein Gott, die Arme. Oh mein Gott, was? Was? Das sieht das scheint hier, guck mal, sogar mit dem Teleskop, da guckt der Grinch immer. Hier. Guckt er auf guckt uns guckt dir mal die Leute an. Und dann hier ist er am Klavier spielen. Da ist der Weihnachtsmann, ich sehe ihn hier durch. Was, wo? Ha, und er hält ein Schild hoch. Brock, du kriegst keine Geschenke dieses Jahr. Ey, auf sowas zu sagen, das sagt man nicht. Scheiße, okay, okay. Oh mein Gott, okay, lass uns im Schrank verstecken. Schnell. Nicht, dass der Grinch hier gleich noch kommt, ne? Ich weiß, wir verstecken uns jetzt hier lieber. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem, muss ich sagen. Klopf, klopf. Was glaubst du, wie groß ist der denn echt? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Grincho. Klopf, klopf. Der ist wahrscheinlich mega groß in echt, oder? Mal gucken, wie groß er ist. Ja, ich glaube. Mal gucken. Oh mein Gott. Oh, guck, wie haarig der ist. Und guck, wie grimmig der auch guckt. Er sieht uns hier aber nicht. Nee, nee, wir sind im Schrank versteckt. Warum sieht er uns nicht? Ist der blind? Ich glaube, der ist echt blind. Was macht der? Er geht da auf jeden Fall gerade rum. Da steht der. Oh nein. Es ist Zeit, einen Plan zu machen. Oh nein. Ah, okay, wie Weihnachten. Doch, der will Weihnachten jetzt zerstören. Das ist dein Plan. Da bin ich. Alle sollen traurig werden im Dorf. Oha, was? Okay, wie will er jetzt vorgehen? Was will er jetzt machen? Da ist unser Essen, ne? Da waren wir noch eben. Die haben anscheinend heiße Schokolade und machen eine Party. Ohne mich, ich hab nicht mal eine Einladung bekommen, Mann! Geht es Ihnen darum, Leute? Guck mal. Ich weiß gar nicht. Wenn Sie heute Nacht schlafen, schleiche ich mich rein als Weihnachtsmann und werde denen alle Geschenke klauen. Oh mein Gott, was? Und Sie werden ganz traurig sein und ohne Geschenke aufwachen. Ey, was? Okay, was? Was ist mit dem? Mit dem stimmt doch irgendwas. Hey, guck mal, da hat er sogar Geschenke schon eingespielt. Oh nein. Oh nein. Die Kugel. Was war das? Oh, oh nein. Oh nein, die Kugel. Er hat es. Wer ist da in meinem Schrank drin, hä? Oh nein. Kommt raus da, sofort. Was ist jetzt mit ihm? Oh nein. Ist keiner drin. Luft anhalten, nicht atmen. Oh Gott. Kein Mucks. Wir wurden gefunden. Schnell. Ganz ruhig. Bleib ruhig, Kaspar. Er hört uns nicht, solange wir jetzt keinen weiteren Mucks machen. Shane redet mit ihm, oh mein Gott, was macht er jetzt? Hallo, Mr. Grinch. Wir sind in den Wald verloren gegangen und wir haben uns verlaufen. Hier ist es warm drin. Es tut uns leid. Ist so, wir gehen jetzt raus. Weg hier, komm, wir müssen hier abhauen. Lass uns in Ruhe. Nicht so schnell. Ihr Leute habt meinen Plan gehört. Das kann ich nicht dulden. Ich muss euch was antun. Ihr werdet das doch bestimmt jedem erzählen. Werden wir nicht. Ich muss euch wehtun. Nein. Oh nein. Was will er machen? Leute, lauft. Oh Gott, was stimmt mit ihm nicht? Stell auf, Gott. Lauf, der Mensch ist da. Der ist oben, der ist oben. Oh mein Alter, Gott. Hä, den gibt's zweimal. Den gibt's zweimal. Einfach der Weihnachtsgrinch. Das ist einfach ein Dämon von ihm. Der hat sich schon verwandelt in sein... Der verfolgt mich! Hilfe! Der verfolgt mich, Kaspar! Leute, lauft so schnell, wie wir können! Der Weihnachtsgrinch ist hinter mir, Leute! Oh!
Ich glaube, er hat Kaspers Stimme geklaut. Leute, er hat Kaspers Stimme geklaut. Nein. Schnell, lauf weg. Oh mein Gott, der ist direkt hinter dir, ne? Der ist direkt hinter dir, Kasper. Du musst so schnell laufen, wie es nur geht. Gib Gummi. Ey, der ist direkt hinter mir, der Grinch. Hau ab, lass mich in Ruhe. Hau ab und lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, der geht auf Kasper, Leute. Der geht auf Kasper. Oh oh, ich bin jetzt hier oben versteckt. Ihr habt gesagt, dass ihr es niemandem verraten werdet. Mhm. Okay, wenn das so ist, dann lasse ich euch gehen. Aha. Natürlich, Mr. Grinch. Wir sagen das nicht dem Weihnachtsmann. Mr. Grinch, wir gehen auch. Wir sagen das niemandem versprochen. Gehört. Wir haben nichts gehört. Oh mein Gott, er hat uns gehen lassen. Guck mal. Ey, was ist gerade passiert, gut. Alter? Geh aus deinem Bett raus. Also, da ist gar nichts passiert. Da ist gar nichts passiert, ne? Denk dran, wir dürfen aber nichts erzählen. Glaubst du, er wird wirklich Weihnachten zerstören? Also, wenn der heute Abend... Hey, hör mal auf damit! Das tut weh! Hör auf! Okay, pass auf. Wir sollten anscheinend unseren Fokus heute auf den Weihnachtsmann richten, ne? Ja, wir müssen genau hingucken, wer da heute Abend reinkommen wird. Nicht, dass er das selber ist, ne? Er kann halt auch es kann auch er sein, versteckt. Hier unsere Geschenke klaut. Ja, Weihnachtsmann, ja. Okay. Ich würde sagen, lass uns noch eine Falle bauen. Oh, eine Falle bauen wäre cool. Falls der Grinch kommen sollte, können wir eine Falle der bauen. Soll sich mal trauen. Eine Stunde später. Okay, was ist denn das Guck jetzt mal, hier? Eine Falltür da unten. Wieso bin ich hier alleine? Ich musste alles alleine bauen schon wieder. Gar nicht, ich hab mitgebaut. Gar nicht. Ey, guck mal einfach mit so Stöckern da drüber. Ne? Also wenn der hier reinkommt und da reinfällt, dann Pech gehabt. Aber... Warte. Nicht, dass der Weihnachtsmann reinfällt und sich irgendwas bricht. Aber das Ding ist, guck mal, der Weihnachtsmann kommt ja nicht, solange wir nicht schlafen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen schlafen gehen. Stimmt, okay. Ich nehme... Ich will das rote Bett nehmen, das geht aber nicht. Und das hier. Tja, ich kann das rote nehmen. Hey, das ist mein... Hey, ja, ich kann nirgends schlafen. Du musst auf die andere Seite. Na toll, ich muss hier in so einem... Hä, hat er kein Bett mehr bekommen? Der hat kein Bett mehr bekommen. Nee, der ist mein Gott. Oh, was? Weil er nicht schlafen gegangen der ist. Der arme Leute. Roxo, bist du da? Boah, ich schlafe gerade. Oh, ich bin auch gerade aufgewacht. Was ist... Oh mein Gott. Da ist der Weihnachtsmann. Leise. Aber... Es ist Zeit, alle Geschenke zu stehlen. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Das ist der Grinch. Der ist ganz grün. Oh! Wow. Die Falle ist zugestappt. Wer ist reingegangen? Er ist in die Falle reingetappt, Leute. Sehr gut, ja. Leute, wacht auf. Wir haben jemanden in unserer Falle drin. Okay. Was macht ihr, Kinder? Das ist nicht cool von euch. Aha, selbst schuld. Tja, Weihnachtsmann. Was möchtest du tun, ne? Das ist der Grinch. Ach stimmt, das ist der Grinch. Ihr solltet mich hier lieber rausholen und zurück schlafen gehen, wenn ihr eure Geschenke haben wollt. Nein. Wir gehen schlafen. Tut uns leid. So, jetzt habe ich mein rotes Bett bekommen. Ha. Die Kinder haben einen großen Fehler gemacht. Ehrlich? Haben wir das? Oh nein, was haben wir falsch gemacht? Oh, ihr blöden Kinder. Die sind tatsächlich drauf reingefallen. Ich kann es nicht glauben. Ja, immer wieder leicht befreit. Kinder zu veräppeln. Und der Grinch hat alle ihre Geschenke gestohlen. Nein, was? Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, er hat alles genommen. Ja! Alles voller Geschenke. Er hat alles genommen, Leute. Er hat alles geklaut einfach. Einfach assi. Nein! Oh nein, die sind alle weg. Mein Spielzeugauto, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir einen ferngesteuerten Hubschrauber gewünscht und ich habe ihn nicht bekommen jetzt. Ey, was? Vielleicht ist es ja draußen beim großen Baum, den wir aufgebaut haben, geschmückt haben. Nein, auch nicht. Nee, gar nichts. Mann, was sollen wir jetzt machen, Shane? Sag mal. Oh, Shane, der hat uns all unsere Geschenke Warte mal. Hier sind Geschenke. Hier sind welche. Sammeln. Hier gibt es einen Pfad von Geschenken. Guck mal, den können wir folgen. Hat und hier ist was drin gewesen. Der hat, glaube ich, ein Loch im Dingens, ne? Ah, das scheint sein Tunnel zu sein. Okay, komm. Also, dass der auch die Hälfte der Geschenke verloren hat, was soll das denn werden? Das war echt, Der hat ja fast alles verloren. Der ist ja ein bisschen blöd, der Grinch, ne? Da ist irgendwo ein Spielzeugauto drin. Alter, eine Barbie, die brauche ich nicht. Wahrscheinlich kannst du die auch machen. Alter, da war so ein Schwimmanzug für Frauen. Oh Gott. Also echt. Was haben wir hier noch? Was ist hier noch drin? Ein ferngesteuerter Boot. Hier können wir sogar weiter höher gehen, ne? Oh nein. Hier musst du aufpassen, ne? Nicht runterfallen. Und da sind auch Brüche im Eis. Ich weiß. Nein. Das kann jetzt wir müssen hier rüberkommen. Da sind gerade zwei drauf. Alter, wo sind die alle hin? Gute Frage. Rüber. Hä? Sind die alle runtergefallen? Nur noch wir beide? Die sind alle runtergefallen, glaube ich, ne? Als wenn die alle runtergefallen sind direkt. Bro. Hä? Wir waren doch noch voll viele. Ist so, wir waren richtig viel, als wenn es jetzt nur uns beiden liegt. Oder hat der Grinch jetzt gerade die geklaut oder so? Das kann sein. Wo sind die jetzt?
Bro, nur noch wir beide. Wie hast du einen Zufall, dass nur noch wir beide das sind? Shane. Shane, erklär uns. Was ist hier los? Was hier los? Guck mal, hier ist noch so ein Eingang. Aufpassen. Auf gar keinen Fall reingehen. Das sieht aus wie so eine Bunkertür. Da würde ich gerade schon gerne reingehen, muss ich sagen, ne? Schaut mal. Ein Bunkereingang. Wow. Komm, Kaspar, jetzt lass uns reingehen hier in den Bunker. Komm. Yo, okay, let's go. Rein hier. Und aufmachen. Wow. Was? Hä? Da ist der Schlitten mit ganz vielen Geschenken. Aua, was war das gerade? Hä? Da sind unsere ganzen Geschenke. Warte mal, da oben ist so eine Röhre. Oh, eine Röhre. Hörst du das? Ich hab's gerade gehört. Der Grinch reißt doch immer durch so Röhren, oder nicht? Ich glaube, der reißt immer durch so Röhren durch. Wie durch Röhre durch? Erinnerst du dich nicht mehr an den Film? Sag mal. Oh mein Gott, der reißt doch immer schnell mit so einer Schnellröhre. Kinder, ihr seid mir nicht erlaubt. Warum? Ich hab gesagt, hier nicht reinkommen. Ist der so schlecht. Groß? Oh mein Gott. Okay. Du hast alle unsere Geschenke geklaut. Du bist nicht der echte Weihnachtsmann. Ja, ihr habt recht, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Was? Ich kenne euch die Geschenke nicht. Nie will jemand mit mir spielen. Ich bin der Grinch. Und glaub mir, die Geschenke, die könnt ihr abschwingen. Das werden wir sehen. Los, Kaspar! Was stimmt mit dem nicht? Auf ihn! Ich bin bereit! Auf ihn! Oh nein, zurück. Oh mein Gott. Was kann man im Laden holen? Kann man uns hier irgendwie eine Hilfe holen? Was hat er gemacht? Alter, lauf! Leben. Ein Schwert, so ein krasses Schwert. Das Christmas-Schwert? Schnell! Geh hoch, okay, was machst du? Oh nein! Oh mein Gott, Bro, ich hab's nicht gesehen. Denn? Alter, hab's nicht gesehen. Okay, jetzt! Ich hau ihn direkt. Ja, und rauf, und rauf. Bam! Sehr gut, ja! Weiter! Bam. So doll es geht, hau ich rauf. Oh, au. Oh Gott, pass auf. Ausweichen. Lauf. Okay, was für ein Schwert kann man sich holen? So ein Weihnachtsbaumschwert, ein richtig krasses, seltenes. Das mächtigste Schwert im Spiel. Ich kauf mir das für jetzt. 150 Robux. Zack. Es macht keinen Schaden. Das macht ja gar keinen Schaden. Doch, es schlägt schneller. Nein. Guck mal. Pass auf. Aua, ich liege. Hey. Nein. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wurde umgeworfen oder so. Ich kann mich nicht bewegen. Unglaublich. Okay, komm, wieder rauf. Hälfte haben wir jetzt. Okay, ich habe das Weihnachtsschwert, aber mir macht es keinen Schaden. Oder? Jetzt vielleicht? Och, das macht guten Schaden, oder nicht? Nee. Doch, ist in Ordnung. Guck, nein! Das ist mir passiert. Nein! Ja, siehst du, eben noch gelacht. Oh nein. Ja, das weiß ich doch nicht. Okay. Mein Gott. Kann ja mal passieren. Achtung, er hat wieder ganz viel gepinkelt. Oh Gott. Okay, und jetzt hin. Jetzt hin. Oh Gott. Hau ihn kaputt hier, du blöder Grinch. Komm auf, hier Weihnachten kaputt zu machen. Komm schon, wir haben ihn fast. Nein, ach Bro, ich lieg schon wieder. Ich hab's doch gerade gekauft. Ja, ich bin freigekommen. Komm, wir müssen jetzt holen. Eins, sofort, jetzt. Geh rauf. Ja, los. Jetzt, hau ihn. Boom. Fast. Komm schon, nur noch einmal. Komm schon, ja! Oh mein Gott. Guck mal, wie klein er ist. Er ist wieder klein. Er ist wieder babyklein. Wir haben den Grinch aufgehalten. Wir haben es geschafft. Damit er nicht mehr Weihnachten stiehlt. Ist so. Und jetzt können wir die Geschenke wieder zurück ins Dorf bringen. Das wäre echt cool, wenn wir es machen können jetzt. Und ne? Weihnachten feiern. Juhu. Guck mal, alle Geschenke sind alle jetzt zurück Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Guck mal, wow. Shane, wir haben es geschafft. Habt ihr es wirklich geschafft? Wir haben Weihnachten, Mann. Wir haben Weihnachten gerettet. Weihnachtsmann und Co.KG. Weihnachtsmann. Wir haben Weihnachten gerettet. Gerettet. Wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Wir kriegen jetzt alle Geschenke. Ihr bekommt alle Geschenke. Juhu, alles für uns. Dankeschön, Shane. Guck mal, Broxo ist blöd. Was steht da an der Wand dran? Was hast du da angeschrieben? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das warst. Gar nicht. Und guck mal, ein Feueralarm. Wow, ich hab keinen gezogen. Nein, das war nicht. Oh Gott, es blinkt dir alles. Warte, ich drück auch dran. Ich zieh auch dran. Oh mein Gott, schon mal, es blinkt dir alles. Was heißt das? Guck mal, es ist voll weihnachtlich dekoriert alles. Auch mit Geschenken. Oh, hier ist ein vergeschneites Auto drin. Das mach ich kaputt. Nein, nicht kaputt machen. Ey, das ist wirklich cool, wie krass das weihnachtliche Geschmück ist alles, ne? Oh mein Gott, 1 plus 1 ist 3. Hey, hier steht, ich bin der blödeste Noob. Siehst du das auch? Hey. Das okay, dann kommen wir auf jeden Fall, weil anscheinend ist heute Weihnachten in der Schule angesagt, ne? Okay. Guck mal, hier überall geschmückt. Siehst du die Weihnachtsdeko überall? Hey, ich muss mir kurz meine Hausaufgaben in den Schrank packen. Hier, Nummer 22 bin ich hier. So, Kaspar, was denn? Pass bloß auf, da ist der böse Weihnachtsmann.
Mr. Stinky. Der böse Weihnachtsberry. Oh nein. Oh Gott, schnell, lauf hier am besten außen rum. Gott, er hat mich, glaube ich, gesehen. Ehrlich? Nein. Er kommt genau zu mir zu. Nein, er kommt zu mir, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Yeah, mit dem einen Auge. Mit dem einen Auge, der ist ja eklig. So ein Zyklop. Er ist gestolpert. Zyklop. Er ist bei mir gestolpert. Lauf, Kasper, okay, lauf. Warte mal, ich lauf. Er stolpert hier bei dir. Er ist gestolpert. Sehr gut. Guck mal. Aber die Zuckerstängel sieht lecker aus. Frohe Weihnachten, sagt er. Wie cool. Danke. Und auch das Geschenk hier kaputt. Danke, korrekt. So. Sag mal, warum machst du hier die Weihnachtsgeschenke kaputt? Ich hasse Weihnachten, ich bin der Grinch. Ehrlich? Spaß, ich liebe Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja erst die Grinch-Show gespielt in Roblox. Ne? Ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wenn Weihnachten zerstört wird. Weißt du, ich rieche doch jetzt gerade schon aus der Weihnachtsbäckerei, rieche doch jetzt schon Leckereien. Ne? Oh, ich hätte so Bock auf Plätzchen selber machen, muss ich sagen. Oh, ich auch. So, guck mal, lass mich rüberspringen, schön über die ganzen Weißt du was, wenn ich jetzt hier noch, pass auf, wenn ich jetzt noch einmal draufgehen sollte, ja, dann schenke ich dir was richtig Cooles zu Weihnachten. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Machen wir das andersrum genauso? Ja, okay. Let's go. Hoffentlich gehst du drauf, ich gehe was zu Weihnachten. Ich glaube, du fällst. So. Da willst du, der große mit den dicken Zähnen. Wie der auch aussieht, ne? Der guckt einen sogar an. Guck mal, das Auge. Der guckt einen einfach die ganze Zeit an. Der will doch nur einen Kuss. Der Zyklop. Alter, die sind richtig so Zuckerstangen und sowas, ne? Oh, lecker. Hey, wie cool ist das denn, Alter? Aber unten so ein Häcksler oder was soll das sein? Ja, ich glaube schon. Irgend so ein Häcksler oder sowas, ne? Okay, dann lass mal hier. Oh Gott. Ich glaube, hier müssen wir einen Knopf drücken oder sowas, ne? Stimmt. Okay, dann kommen wir auf jeden Fall. Lass mal hier den Weihnachtsknopf drücken. So. Ja, gedrückt. Die erste Taste, da ist schon die erste Zuckerstange aktiviert jetzt gerade, ne? Ja, sehr gut. So ein Ding, also. Nein! Richtig frech. Nein! Richtig frech. Ich hätte gedacht, dass das funktionieren könnte. Okay. Ja, nix da. Okay. So, lass mal hier rüber gehen. Ja, machen wir. Geschenke für mich! Geschenke für mich! Geschenke für mich! Ich bin hochgesprungen, ne? Und du hast mich ja wirklich geschubst. Ja. Du hast mich halt wirklich geschubst. Tja, selbst schuld. Das ist selbst unglaublich, schuld. Alter. Okay. Tja, jetzt aber ganz kurz. Für wen gibt's denn jetzt Geschenke? Ja. Für mich. Ja, okay, so ein Ding. Sehr also. Gut. So ein Ding, also. Gut, alles klar. So, dann lass mal hier schön rübergehen über die Teile. Finde die zwei Kraftbuttons. Okay, die haben wir ja gefunden schon. Die Knöpfe, die haben wir ja gedrückt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild, ne? Ist das Tor hier auch auf, ne? Da, guck mal, wie dick diese Tür auch war. Hier muss es hier wohl versteckt. Ich glaube, hier ist so ein richtig krasses Weihnachtsversteck oder sowas drin, ne? Ja, das habe ich so ein Gefühl. Was ist denn jetzt hier? Und der Keks, der sieht lecker aus, der Keks. Kuhn nach oben. Oh mein Gott, gut, dass du es sagst. Ich weiß, ich habe es gerade auch erst gesehen. Ich hatte richtig Glück. Oh nein, da kommt ein dicker Stab. Oh Gott. Na, bist du draufgegangen? Nee, ne? Nein. Hey! Fliegen! Hä? Was ist los? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, wie schnell bist du? Du warst mega schnell. Ich war mega schnell, ne? Okay, was ist denn das jetzt hier für eine Weihnachtsfabrik, hä? Sag mal. Da vorne ist ein Weihnachtself. Guck mal. Was ist da? Stimmt, das ist Mrs. Stinky oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, ne? Hier so ein ferngesteuerter Hubschrauber. Das war ja gar nicht Barry, warum ich am Anfang Barry gesagt? Ist so, du hast Barry gesagt. Das ist Mr. Stinky. Das ist Mr. Stinky, ne? Warte mal, hier ist ein geheimer Weg. Das ist neu? Okay, hier ist ein geheimer Weg, dann lass mal da lang gehen. Oh Gott, ich frage mich auch gerade, was das hier für ein Weg sein soll. Oh, es sieht auf jeden Fall, das ist ein roter Knopf. Hä? Wo führt der denn hin? Gibt's da ein wildes Abzeichen? Ich glaube, dann kriegen wir ein neues geheimes Ende freigeschaltet oder sowas, ne? Meinst du? Nein. Ich glaube schon. Das können wir schon vorstellen. Okay. Drücken wir den Knopf. Oh mein Gott! Was sind das für ein Teil, Stinky? Alter, Stinkinator, so, das ist ja neu. Aber so als Spinne oder sowas. Schnell, schieß das Ding ab. Schnell, der pupst auf. Das ist so ein geheimes Level hier. Das ist ein geheimes Level. Ja, was bekommen wir am Ende davon? Der hat vor den Feuerwerfer. Oh mein Gott, ich sehe es gerade, ne? Der spuckt Feuer einfach. Ist voll schwer, den zu besiegen. Der spuckt Feuer, hau ab. Hau ab, du Stinkinator. Bro, du willst nicht wissen, wo ich gespawnt bin. Das ist voll schwer, den zu besiegen. Au, er hat den Hut auf mich geworfen. Hä? Das ist voll schwer. Bist du drauf? Ich bin auch drauf. Ja, mich auch.
So, ich bin so, auch hier da. Schon, die ganze da. Zeit, die ganze Zeit. Weiter, okay. weiter. Sie muss im Kreis laufen, glaube ich, ne? Ja, oder? Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Immer, oh schön, immer schön auf Abstand halten, immer schön auf Abstand halten. Der kommt immer näher. Warum kommt er so schnell schön nah? Aufs Auge, schön. Oh mein Gott, Bro, er hat mich direkt getroffen mit seinem Hut. Mit seinem Hut muss aufpassen. Der ist anders stark. Was soll ich denn weiß. Da machen gegen den? Ich habe Hälfte des Lebens schon abgezogen. Du musst auf jeden Fall in einem guten Winkel laufen. Ja, und wenn er mit seinem Hut, wenn er deinen Arm zückt, muss er mich verstehen. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast, Instinktinator. Mach weiter. Er hat mich geholt mit dem Flammenwerfer. Was? So knapp vorm Ende? So knapp. Und drück drauf und jetzt schießt. Und feuern! Zack, zack. Oh Gott. Aber man kann nicht zurücklaufen. Man kann nicht zurücklaufen. Oh nein, das geht nicht. Dann musst du so weit es geht von ihm entfernt bleiben. Das ja, immer weit weg. Lauf richtig weit außen. Der ist halt auch so schnell, Du musst extrem weit außen laufen. Ja, ich merke das gerade schon. Die Flamme reicht mich nicht mehr sogar. Oh mein Gott, das ist der Trick. Lauf einmal richtig weit außen. Oh mein Gott, ich bin voll weit weg gerade von dem. Hau ab hier, bitte, geh weg. Ich hab ihn fast. Sehr gut. Ich hab ihn fast. Sehr gut, weiter. Ja, ich hab ihn fast, Kaspar. Ja, die Flamme. Ich hab ihn fast. Komm schon, Schuss. Und ich hab ihn. Ich hab den Geheimboss-Besieg-Abzeichen. Oh mein Gott. Als wenn es ein Abzeichen gibt dafür. Ja, musste einfach nur. Ich bin immer voll schnell. Ich hab ihn auch gleich. Nee. Hau ab hier mit deinem Flammenwerfer. Jetzt können wir die Obby voll schnell machen. Guck mal, wir sind jetzt voll schnell. Schnell, weg. Er hat den Hut. Ja, ich hab ihn auch. Ja, ich hab das Abzeichen. Du bist so runtergefallen aber noch. Nein, oh mein Gott, als wenn ich jetzt draufgegangen bin noch. Ja, du bist noch draufgegangen. Aber das Ding ist. Aber das Abzeichen habe ich bekommen. Ich bin schnell jetzt. Na guck mal, wie schnell ich bin. Nein, aber auch nur bis du einmal draufgegangen bist. Guck mal. Nee. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du das? Oh mein Gott, was bist du jetzt für eine Maschine? Zack, zack. Sehr stark, wie schnell du bist. Oh nein, der nächste Boss. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Die Waffe. Oh mein Gott. Schnell. Ja, Bro, jetzt habe ich keine gekriegt. Wie, du hast keine bekommen. Weil du die genommen hast. Oh mein Gott, ich jetzt bin so. Guck, wie schnell ich weglaufen kann von der. Ja, ich kann nichts machen von der, die hat mich! Hä? Meine Pistole ist leer gegangen. So jetzt. Oh weiter geht's auf die rauf. Alter, Larissa, so, hau ab hier! Ich bin so schnell jetzt gerade, ne? Au, du hast bis gegen mich gelaufen! Und deswegen hat die mich jetzt erwischt, ich hatte die fast. Ehrlich? Ja, ich hab sie. Ich hab Larissa geholt. Ich glaube, jetzt geht die Tür auf, ne? Geht die Tür auf. 3, 2, 1, like it. Und die Tür ist aufgegangen. Ich muss sie nochmal besiegen. Okay, ich warte hier. Ich warte auf dich. Feuer! Jetzt hab ich sie auch. Bro, es hat ein Hit gefehlt die ganze Zeit. Dann komm rein. Aber ich bin froh, dass ich das Abzeichen bekommen habe, muss ich sagen. Ne? Immerhin habe ich es noch bekommen. Ich bin froh, dass ich nicht draufgegangen bin, weil ich jetzt voll schnell bin. Guck mal. Stimmt. Aber ich sag dir, das wird dir auch noch zum Verhängnis kommen. Das wird nicht zum Verhängnis. Guck mal, ich kann die Röhren hier. Natürlich, die Röhren. Schnell. So. Nee. Alter. Ach, nein. Ja! Nein, selbst schuld. Ich war so schnell unterwegs, ne? Karma bekommen. Und jetzt bin ich wieder langsam. Pech gehabt. Ey, aber die Röhre ist da geblieben. Die Röhre ist da geblieben, muss ich sagen. Ey, Mann, das war voll cool, so schnell zu sein in der Obby. Das war ich noch nie. Ja, das kannst du dir auch kaufen, ne? Für Robux. Ehrlich? Kannst du das kaufen? Das kaufe ich mir aber nicht. So, reicht das jetzt schon? Nein, mir ist die Röhre runtergefallen! Die letzte, die du brauchtest, oder was? Die vorletzte. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt auch bei der vorletzten Röhre. Ich hoffe, Muss man alle verbauen? Nee, da kann man rüberspringen, glaube ich. Über die hier. Ich glaube, dann reicht es genau. So. So, ja. Okay, und jetzt kann man das hinlegen. Ja. Optimal. Guck mal, jetzt kannst du hier runtergehen Boom. Easy peasy. Na, siehste. Und wir können ja einfach den Knopf drücken, ne? Wir können ja einfach entspannen die Tasten drücken. Und drücken. Zack. Oh. Ui. Wo geht's denn jetzt? Ins Weihnachtsland, hoffentlich? Irgendwo runter? Ja, in die Schokoladenfabrik oder sowas, glaube ich. Oh Gott, da sind wieder solche Zuckerstangen, ne? Was ist hier? Guck mal. Was sagen die, was hier ist, ne? Oh mein Gott, du hast Abzeichen übersehen. Oh mein Gott. Oh. Ein Abzeichen. Oh, ich darauf reinfallen. Ist so, das ist nicht hier. Aber das hier. Ja. Oh. Okay. Yeah. Guck mal, wer Valerka ist hier? Wer ist das denn? Und hier kann man echt schneller sein, ne? Geschwindigkeit. Yeah. Glaube ich mir nicht, Leute. 200 Robux ist so nötig. Pass auf, die Spikes auf hier. Oh mein Gott! Das sind sogar auch so Winterspikes, ne? Alter, oh Gott, ich muss aufpassen. Ich wurde komplett erwischt von diesen Spikes. Oh, ne? Das war so knapp gerade. Man muss richtig laufen, wenn sie gerade vorbeigelaufen sind, ne? Ja. Sonst ist es echt richtig knapp. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin daneben vorbeigegangen. Du schaffst auch, oder was? Sehr gut. Okay, optimal. Oh mein Gott, ich schaffe nicht mal den Sprung auf dieses Radiergummi rauf. Und du musst die Spikes nochmal machen. Oh, doch nicht. Dachtest du wohl. Kollege? Ah! Ja! Mann! Selbst schuld! Ja, unglaublich. Du versuchst mich hier runter zu schubsen, selbst schuld. Unglaublich einfach, ne? Ja, 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 ja,
Hast du heute echt ein bisschen Glück, muss ich sagen. Heute hast du echt Glück gefrühstückt. Also, okay. Komm her, hier, Kollege! Komm her! Ich hau dich runter! Ich hau dich runter. Okay, komm, wir laufen in die Treppe hoch. So, die Leitern. So. Du meinst eher die Stifte gehen wir hoch. Die Stifte. Wieso sind es keine Zuckerstangen? Ich hätte Hunger auf Zuckerstangen. Ich weiß auch nicht, warum es keine Zuckerstangen sind. Okay, jetzt hier. Oh mein Gott. Okay, Battle 3 zu 1, go! Oh! 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 Oh Gott. Schön oh Spiel abspringen, ne? Nee, denk dran. Oh Gott. Und hier auch nochmal, ja. Und die drüber hier. Doppel mitnehmen. Oh, oh mein Gott. Gott. Die ich eingeholt habe. Wie ich dich eingeholt habe. Ich hab dich eingeholt. Du bist doch hinter mir. Du bist doch hinter mir. Ich bin vor dir. Hä, Bro, bei mir bist du komplett ich hinter mir. Ich bin vor dir, guck weit. Mal. Hä, guck, siehst du? Bei mir, ich bin vor dir. Hä, ich bin vor dir. Bro, ich bin absolut vor dir. Willst ich du mich bin vor dir, guck doch. Siehst du mich nicht. Du bist einfach hinter mir, du siehst es auch. Hä, du bist vor mir. Noch. Du bist vor, ich bin vor dir. Norma nein, du hast es gerade gesagt. Oh mein Gott, der Mega-Roboter. Der Mega-Roboter. 9000. Schnell, auf wie vor, er wird sogar mit Weihnachtsmütze. Aua, aua, aua Alter. Aua. Der feuert hier auf die Schneemänner. Der hat krasse Weihnachtsmütze, ich seh's gerade, ne? Hau ab, Mega-Roboter 9000. Mega, oh, oh mein nein, Gott. Er macht Bodycheck. Er macht Bodycheck oder sowas. Ja, man, ist ein Salto oder so. Komm schon. Mit der Pokal hier, du Roboter, du. Nicht springen, du spring mal langsam. Du Blechbüchse. Ich hab ihn fast. Du Metallroboter. Ich hab ihn fast, Kaspar. Und ich auch. Und. Oh mein Gott, er ist in der Luft. Buh. Er ist draufgegangen oder so, ne? Und wir noch den Schneemann hier. Guck mal. Bam, bam, das bam. Siehste, machen wir auch nochmal hier. Komm, ich hau den Hut weg. Ja, das Tor ist aufgegangen. Ehrlich? Oh, stimmt, Tatsache. Und wo geht das jetzt hin? Da zum ist ein Auto. Das geht doch bestimmt zum Weihnachtsmann. Ich mach's kaputt. Bam, bam, keine, bam, 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 keiner bam, bam. Wird zum Weihnachtsmann springen. Wow. Yeah, okay. Da hinten bin ich am Tanzen. Siehst du mich am Tanzen? Nee, da bin ich am Tanzen. Ich bin am Tanzen da. Nee, ich. Guck mal, hier ist das Ende, glaube ich, ne? Wir haben die Weihnachtsmänner. Nein, niemals, oder? Meinst du, die ja, ist das Ende? Sieht aus wie das Ende. Guck mal, hier kann man die krassen Geschenke öffnen. Oh, ja. Yeah. Und was ist da jetzt drin? Warte, ich guck mal. Und es ist ferngesteuerter Hubschrauber. Ja, oh, was das haben wir doch schon immer gewünscht. Zack. Sehr zack, cool. Zack, zack. Und bam, Leute. Yeah. Das soll's gewesen sein von der krassen Obby. Ciao, ciao. Ich bin Rose, ich besitze diese Kabine. Kommt her. Ey, was? Okay, Kaspar? Wir kommen. Was geht? Das ist Rose, was geht ab? Guck mal, warum habe ich einen Noobskin? Rose! Siehst guck mal, mir gehört das Haus hier. Siehst du mich als Noobskin auch? Du hast echt einen Noobskin? Oh mein Gott, Digga. Ich weiß nicht, warum. Wieso bist du ein Noob? Ich wollte mich heute mal unter den anderen tümmeln. Oh mein Gott, guck mal, was ich sag. Nur eine Regel gibt es in diesem Haus. Nicht in dieses versperrte Zimmer gehen. Okay. Warum habe ich einen Noobskin? Was soll das? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Mir gefällt der Skin nicht. Der sieht doch aber cool aus, sag mal. Guck mal, na hier gut. Ist jetzt mein Bett da oben, Ich bin heute undercover unterwegs. Mein Bett ist jetzt hier, guck. Aber siehst du, dass hier überall Müllsäcke auf dem Boden liegen? Die haben irgendwelche alten Gäste liegen lassen. Hm, ich glaube, wir sollen ein bisschen mal die helfen, die zu entfernen. Na, komm. Wir sammeln wir erstmal alle ein hier. Zack, wir entfernen die mal. Ja, man kann voll auf Entfernung klicken, bam. Alter. Hä, das ist doch voll schnell. Zack. Ey, zack, ich hoffe, das steht weg, dass ich die meisten eingesammelt habe. Ich hab den meisten eingesammelt, 100%. Hast du gar nicht? Ne, ich hab locker, ich würde sagen, 30 Stück eingesammelt. Nur 4 Sekunden. Hinter dir, bist du blind? Wo denn? Bam, alle eingesammelt. Ich hab safe am meisten eingesammelt. Alter, mit meinen neuen, breiten Noob-Händen. Wir können raus. Stimmt. Zum Lagerfeuer. Zeit für... Ah, ab geht's. Juhu. Okay, das finde ich nicht schlecht. Mal gucken. Guck mal, wie warm das... Setz dich neben mich. Okay. Nimm mich! Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle anderen gestorben sind. Ende. Nein! Ja. Ey, was ist denn das für eine blöde Geschichte? Die ist aber wahr. Okay. Oh, das ist so jetzt spannend hier. Erstmal ein Keks nom, nom, oder was? Nom, 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 ich weiß gar nicht genau, wer du von denen bist, weil du ja so einen Noobskin hast. Nom, nom, nom. Komm, wollen wir uns ein paar gruselige Geschichten erzählen? Ich erzähle erstmal eine, okay? Okay, erzähl. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Es gab mal einen Erzähler, der wollte eine Geschichte erzählen und das wurde so blöd, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und deswegen wurde er gefeuert. Oh mein Gott, als ob. Warte mal, siehst du das rote Licht da hinten? Es ist gerade angegangen, ne? Ich sehe es auch. Sieht irgendwie schon... Das kommt aus diesem verschlossenen Raum, wo wir nicht rein dürfen. Okay, lass mal gucken, ob wir den Raum vielleicht aufbekommen, ne? Ja, vielleicht kann man auch durchs Fenster gucken oder so. Das kann auch sein. Ja, vielleicht kriegen wir ja irgendwie den Raum jetzt hier auf. Hallo? Polizei? Hallo?
Bitte machen Sie die Tür auf. Ich bin Officer Noob. Officer Noob ist an der Tür. Bitte. Ich bin Officer Brock Snoop. Bitte okay, machen komm, Sie wir gucken mal, was wir da drin. Hallo, hier bin ich. Hallo. Ah, oh, okay. Oh mein Gott. Er ist auf. Aufgegangen. Okay, rein, rein. Hier ist gar nichts Besonderes, außer alte Kisten und ein altes Lager. Aber warum ist das Licht rot? Das verstehe ich hier nicht. Warum ist es rot? Wo kommt das vor allem her, frage ich mich gerade. Das muss ja hier irgendwo hin. Was vielleicht Schatten? Werde ich siehst ja zurückverwandelt. Was ist denn das? Oh nein. Annabelle. Nein. Diese gruselige Puppe. Ja, ich erinnere mich noch an sie. Ist das diese gruselige Puppe, die alle Leute zu Geistern macht? Ich glaube, ja. Annabelle, klar, bitte. Sie gruselig ist. Bitte lass uns alle in Ruhe. Guck mal, ich bin auch oben. Komm, weg hier. Wir schließen ab und gehen ins Bett. Ich bin echt schon so müde die ganze Zeit. Komm schon. Ich will einfach nur schlafen gehen jetzt. Ich geh jetzt auch in mein Bett. Ja. Ah. Schön eingekuschelt. Schlaf gut, Broxo. Du auch, Kaspar. Gute Nacht. Gute Nacht. 3.30 Uhr am Morgen. Hast du das Knarren der Tür gehört? Ja. Aber was ist da drin? Sowas oh nein. Das jetzt sag nicht, die Kiste ist leer. Nein! Verdammt! Oh nein. Jetzt haben wir irgendeine Puppe bei uns im Haus, die sonst irgendwelche Gott, Dinge macht. Ich hasse macht. Puppen. Ich auch. Ich hab Angst vor denen. Okay, weißt du Leute, was? Leute, wacht auf! Erstmal aufstehen jetzt hier, ja. Annabelle ist abgehauen. Da ist sie, Kaspar! Oh Gott! Ich bin noch ganz verschlafen. Da ist sie. Hallo Freunde, ich bin Annabelle. Ich hab Hunger auf euch. Ich hab gehört, ihr habt gesagt, dass ich gruselig bin. Ihr solltet lieber vor mir weglaufen. Okay. Können wir gerne machen, ja. Was ist denn los mit der, sag mal? Die Puppe lebt, Kaspar. Lauf! Ich dachte, die lebt! Oh Gott, wohin müssen wir? Die lauf! Oh Gott! Nein! Oh Gott, lauf so schnell du kannst! Lauf! Guck sie dir an! Die ist Snoop, sag ich gehört! Sie kommt! Warte, ich setz mich hin! Bam. Ich guck jetzt Fernsehen! Bam! Ich guck Fernsehen! Oh Gott! Ich guck hier Fernsehen! Annabelle, liebe Annabelle! Alles gut! Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch! Oh nein, da ist wieder einer draufgegangen! Oh Gott! Ich guck weiter! Die hat schon zwei geholt. Der Blauwal wollte was Leckeres essen. Guck mal, die geht gar nicht auf mich. Der Blauwal. Oh Alter, Gott. Alter, Kaspar. Nein. Die hat mich fokussiert. Geh den Hinterhof, oh schnell. Oh Gott. Nein, ist abgeschlossen. Die Puppe hat alles abgeschlossen. Oh Gott, eine ist hier schon draufgegangen, die Black Cat. Hä? Die ist da gerade drinne. Ich häng fest. Schlafzimmer. Oh Gott. Komm ins Schlafzimmer rein. Okay. Oh mein Gott, sie ist weg. Sie ist weg, wir können weiter schlafen. Schlafen. Guten Morgen. Warte. War das ein Traum? Habt ihr auch von der Puppe geträumt? Ich hab geträumt, dass Annabelle ausgebrochen ist. Hast du es auch geträumt? Ja, die ist ausgebrochen einfach. Okay, ich glaube, das war aber nur ein Traum. Warte. Also ich glaube nicht, dass es echt war. Aber wir können da nicht rein gerade in den Raum. Oder? Aber die ist doch drin. Das war nur ein blöder Albtraum, dass sie uns verfolgt hat. Ich hab's auch geträumt. Der hat sich aber sehr, sehr echt angefühlt, muss ich sagen, ne? Aber Digga, es ist eine Puppe und kein echter Mensch. Es war ein sehr, sehr realistischer Traum, muss ich sagen. Lass uns den zweiten Campingtag beginnen. Und lass uns richtig coole Aktivitäten machen. Cool, raus hier! Guck mal, sogar eine Rutsche! Ey, oha. Was gibt's hier für coole Sachen, okay. Alter? Guck mal. Schwimme im See. Easy. Guck mal hier oben. Easy. Cool. Alter, ich bin richtig fett. Guck mal, wie dick ich aussehe unter Wasser. Noob. Ich sehe aus wie ein Schwamm, aufgequollen und so. Ich muss mich erstmal ein bisschen entspannen. Ich auch gerade. Auf so richtig, richtig entspannen, Rino. Okay, hier nochmal ein paar Ringe wir gönnen. Ja, ich mach deinen Ring mal kaputt hier. Wie jetzt? Hör auf, kaputt lass mich. Machen, platzen lassen. Lass das. Nee. Lass mich in Ruhe mit dem Ring. Ey. So, und jetzt hier in mein rein. Warte, ich mach nochmal richtig hier eine Arschbombe. Wow. Oh Gott, wow. Alter, war das cool im See zu schwimmen. Trick. Hey. Hä? Rose? Rose ist zurück. Hi, Camper. Rose. Was geht bei euch so? Ich werde heute gerne mit euch abhängen. Okay. Ja? Alles klar. Ja, gerne, Rose. Kein Problem. Warum das denn, Rose? Hab ich denkt kein ihr, Problem dieser mit. See macht Spaß? Ja, ich hoffe doch. Wartet mal, bis ich euch die geheime Höhle zeige. Okay.
Ja, dann zeig uns doch mal deine geheime Höhle. Sieht krass aus. Guck mal, da hinten ist so ein Eingang, komm, ne? Komm, lass mal in die geheime Höhle reingehen. Mal schauen. Oh mein Gott, die ist aber versperrt. Sicher, dass wir da rein wollen? Oh Gott. Eigentlich schon, ja. Ey, wir können durch. Hä? Hier geht's runter. Hä? Können wir durch? Rauf! Die ist doch durchgegangen, die eine gerade, oder nicht? Oh mein Gott! Durchboxen! Ah. Oh! Hä? Oh nein. Was ist denn das nein. jetzt? Nein. Wir sind in einem Spielautomaten! Wir sind Spielzeuge. Nein! Ich bin kein Spielzeug! Ich bin kein Spielzeug! Ich will kein Spielzeug sein! Was soll das? Oh nein! Hä? Sind wir jetzt wirklich in einer großen Spielzeugmaschine? In so einem Kran-Ding? Ey, das ist da. Oh mein Gott, guck dir das an! Da ist Annabelle! Oh nein! Nein! Also, war's doch kein Traum! Jetzt sag ich, dass sie es scheuert. Annabelle, bitte lass uns in Ruhe. Oh, bitte, nette Annabelle! Lass uns in Ruhe. Fühlt sich nicht so toll an, in einer Kiste gefangen zu sein, oder? Nee, das fühlt sich auch nicht wirklich toll. So fühle ich mich schon mein ganzes Leben. Nur ein billiges Spielzeug in einer billigen Schrottkiste. Okay, okay. Ihr Kinder könnt euch gar nicht vorstellen, wie sauer ich auf euch bin, und Regeln befolgen könnt ihr auch nicht. Hä, das stimmt doch gar nicht. Rose hat euch gesagt, ihr sollt nicht in den versteckten und verschlossenen Raum gehen. Und ihr seid trotzdem reingegangen. Ihr habt mich aufgeweckt. Okay, Annabelle, es tut uns leid. Kannst du mich bitte zurückwandeln? Wir wollten dich nicht wecken. Wir waren so neugierig, weil da ein rotes Licht war. Ja. Ich werde eure Seelen nehmen, damit ich Mensch sein kann und frei werde. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Jetzt sag nicht das an. Oh, wir sind raus. Wir sind raus. Ja, wir sind raus. Okay. Ist gut. Oh nein. Oh nein. Die Minion-Puppen. Wo kommen die? Wo kommen denk die? Dran. Die müssen doch oben nach oben rauskommen. Nimm einen Baseballschläger. Okay. Vorsicht! Bam, 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 ihr bam. Ihr blöden Minion-Puppen. Bam, bam. Blöde, aua. Sprechende aua. Puppen nicht. Ja. Aua. Erster weg. Ja, zweiter so, weg. So, sehr gut. Wir haben die auf jeden Fall geholt jetzt gerade. Tatsächlich besiegt. Und mein Leben ist noch in Ordnung. Oh Gott, kommen neue? Was war das? Was war das? Hat gerade gewackelt. Ja, ich weiß. Oh nein. Oh, guck mal, das geht hoch. Oh oh. Und da geht's in einen Tunnel. Beeilung. Oh, rüber. Oh nein. Beeil dich, Kaspar. Wir müssen uns jetzt entscheiden, rechts oder links. Rechts. Oh Gott. Ich würde rechts sagen, oder? Mal gucken, was die anderen sagen. Was wollen die Leute? Rechts oder links? Die entscheiden sich nicht. Rechts. Das sah gerade aus wie Lava. Das ist richtig. Oh mein Gott. Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Hier mitten irgendwo. Ich weiß nicht, wie man das. Okay, aber das kriegen wir hin. Wir sind Obby-Kings. Wir sind die absoluten Obby-Kings. Okay, wir müssen irgendwie springen, um Annabelle zu entkommen. Hier, schnell. Schnell vorbei. 30 Sekunden nur noch. Ja. Oh. Und bloß in die Lava fallen. Nein! Ja, das ist extrem. Ich hab doch gesagt, nicht die Lava fallen. Die ist extrem heiß. Oh, das hat wehgetan. Oh mein Gott, jemand anders ist auch noch drauf gegangen. Ich bin jetzt allein. Ah, okay. Da bin ich. Komm, mich zurücksetzen. Ich bin jetzt hier alleine mit Lady Cute. Oh mein Gott. Annabelle! Alter! Den aber ein riesig! Oh oh. Eure Seelen werden mir gehören! Oh Annabelle, Gott, bitte Gott, nicht! Ich werde nicht zurück in meine Box gehen! Du musst zurück, du bist eine Puppe und nichts anderes! Du bist eine verzauberte Puppe, Annabelle, was willst okay, du? Okay, Jungs, mach okay. euch bereit zum Kämpfen! Ich bin bereit! Oh, da kommt sie! Oh mein Gott! Wow, was ist das denn? Oh, pass auf! Weg von mir! Denkt, wir müssen nah an ihr sein. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Wow, das war knapp. Oh mein Gott, und jetzt okay, bist du bereit? Ich bin bereit, sie zu hauen jetzt. Hauen! Jetzt! Ah, bam, bam, bam. Annabelle! Bam, Weiter. Die eine haut ja gar nicht. Die müssen wir hauen jetzt hier. Die haut ja gar nicht. Ey, nein. Aua. Hey, was war das ich denn? Ich kann mich nicht beleben. Ich komm... Das war eine Schiebung gerade. Das ist Schiebung gewesen. Zählte nicht. Okay, Annabelle. Bist du bereit? Du und los! Jetzt, du wirst jetzt geholt. Attacke. Angriff. Bam, bam, bam. Angriff. Alter, ich hau richtig gegen jetzt hier. Wow. Okay, nein, sehr gut. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Oh, ey, hallo. Ey, Bro, was ist das? Wie viel Pech ey, hast das du? Ey, ist voll die Schiebung. Die stehen mir die ganze Zeit Robux. Jetzt ran muss es aber hier. Sein. Los. Das muss jetzt hier genügen. Das schaffen wir. Komm schon. Das schaffen wir.
Komm schon, bitte. Nein. Nein, komm schon, nein! Manno! Was ist das? Ja. Du hast den Zepter abgegeben, aber nicht diesmal. Ja, ja. Und jetzt ballst du auch in dem Gelben, glaube ich, noch drin. Oh, puh, alles gut. So, jetzt. Okay, jetzt ran. Das war's mit dir, Annabelle. Und Annabelle, du blöde Horrorpuppe, boom! Ja! Wir haben sie besiegt! Und jetzt? Das kann nicht sein! Nein! Kannst du mal sehen! Ich wollte doch nur ein Mensch sein! Ich bin so müde, den ganzen Tag in der Box zu sein, in der blöden Puppenkiste zu sitzen. Lasst mich leben! Ich will nicht wieder in die Box! Ich wollte gerade sagen, wenn wir die leben lassen, Alter, dann werden wir noch weitere Menschen verfolgen. Ist zu Hause kaputt. Annabelle! Nein! Wir lassen dich nicht leben! Wir werden nicht sie leben lassen, Leute. Nein. Entscheidet euch weise. In die Kiste zurück. In die Kiste zurück, Annabelle! Ist das war's mit dir! Du kannst gerne in die Kiste zurückgehen. Oh nein, ich glaub, was passiert jetzt. Deine Zeit ist vorbei, Annabelle. Du gehst zurück in deine Box. Wir haben sie eingesperrt für immer. Immer eingesperrt, die blöde Annabelle. Ja. Juhu. Alter. Kasper. Er kackt in die Steinzeit-Toilette. Der kann man doch gar nicht abspülen, Bro. Alter, das war wirklich. Ich hätte dieses Chili con Carne gestern nicht essen sollen. Das sieht echt eklig aus, was da drin war. Ne? Guck mal hier. Eklig. Ich muss auch schon dran glauben. Was ist das hier? Ich kann daran ziehen. Dann kann man ziehen. Ey. Die Tür ist auf. Cool. Hey. Das war ja richtig leicht. Das war echt mega leicht, ne? Aber wo sind wir jetzt hier gerade? Ey, das ist ja unglaublich. Er schubst mich runter. Er schubst mich runter. Ja, nicht mit mir. Okay, jetzt müssen wir auf den Knopf drücken, oder was? Yo! Ey, das sieht ja aus wie so ein Bösewicht-Versteck, oder? Ich glaube, das ist von Batman. Wisst ihr nicht, wer hier wohnt? Da, Mirkan! Einfach Mirkan-Gemälde. Alter! Einfach Gemälde von Mirkan. Okay, wir sind einfach heute in meinem Orbi-Spiel. Oh, wisst ihr nicht, wer hier wohnt? Ihr habt nicht das Abzeichen geholt, Jungs. Gruselige Zyklop, habt ihr... Jungs, unten war ein Abzeichen. Unten war ein Abzeichen, tschüss. Unten bei der Treppe war ein Abzeichen. Was ist der gruselige Zyklop? Da ist gar kein Abzeichen. Hä, was denn jetzt? Ganz vorsichtig. Ach, wir müssen uns hier das Schwert nehmen und dann hier die... Zack. Oh, hier ist ein Abzeichen. Oh mein Gott. Ja, so echt. Eingesammelt. Unter der Treppe ist ein Abzeichen. So. Das ist wirklich. Also das glaubt ihr vielleicht deine Mutter. Da ist er. Das ist der, den ich meine, der Mini-Zyklop. Er hat uns gesehen. Alter. Bro. Der hat uns echt. Lauft, Jungs. Wir haben ihn beim Essen gestört. Renn schnell weg. Schnell. Hier ist ein Knopf. Alter, drücken. Der Knopf. Raus. Oh Gott. Ey, er hat gefurzt! Hingefallen! Er ist hingefallen, Alter, wir sind Amateur. Der war genau so auf dem Klo wie ich eben, glaube ich. Na, tschüss! Easy peasy, Jungs. Alles gut, rüber hier, ja, springen. Hier ist da nichts los, das ist ja alles nicht gleich hier. Ich mach's sogar andersrum, guckt mal. Gar nichts. Also, der coole Leute machen's andersrum. Oh, Leon, Alter! Wie, was für andersrum? Was redest du denn da? Ja, du hast das andersrum gemacht, so wie ich. Oh mein Gott. Du weißt gar nicht, was du da faselst. Du hast gar keine Ahnung. Tja! Ich wurde wegteleportiert. Oh mein Gott. Wo geht's jetzt hin? Da. Hier, die Super, Mega Potion. Wow. Alter. Das schafft ihr niemals First Try. Ich bin niemals First Try. Ultra schnell. Na klar. Okay. Let's go. Easy, nicht schlecht. Okay, dann wir müssen die Bretter nutzen, um uns jetzt was hier rüberlaufen, um da rüber zu kommen. Voll clever. Hä, also Kasper, was machst du denn da, Kasper? Ich bin schon drüben, wieso? Hä? Was ist los bei euch? Verschummelt da irgendwie. Bro, was für Schummel, Digga, bin schon drüben, guck mal. Leon, da oben bist du bei mir eingefangen. Nein, ich bin doch hier. Über mir. Bei mir ist Mirkan da eingefangen. Okay, er schummelt ich auch, tschüss. Hä, Bro, du hättest nur ein Brett nehmen müssen. Hä? Da hinten, guck mal, da vorne ist ein Bild von Leon. Ich weiß, der ist ja mir auch da drin. Okay. Wir müssen jetzt hier durch Labyrinth oder so, ne? Aufpassen. Hey, wie cool das jetzt aussieht. So Wüste. Pharao zu Hause, Sphinx. Oh mein Gott. Ah,
Nein! Wie schlecht! Er sagt zu mir, lol, schöner Sprung. Wenn man down geht, dann kommen da provokante Sätze. Bro, ich weiß, trotzdem, wie schlecht war das gerade? Leon sagt, ich weiß, dass ich einmal runtergefallen, schade. Hä, ich bin doch eben einmal runtergefallen. Du hast wieder runtergeschubst. Leise, 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 leise. Das ist ein Riesenbaby! Alter, nein, jetzt geweckt. Der ist wach jetzt, der ist wach. Jetzt geweckt, ey, was macht der denn? Komm. Laufen, 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 weiter, weiter, weiter. Drück drauf, beeil mich schon. Ich beeil mich. Drück auf den Knopf. Hab ich. Oh, ja. Alles gut, alles gut. Ey. Das ist so unkorrekt. Ich bin wieder ganz oben. Ich bin wieder beim Fahrstuhl. Ich muss den Fahrstuhl jetzt hochfahren. Ich muss den Fahrstuhl wieder hochfahren. Er lügt. Der ganze Fahrstuhl. Guck. Da ist er. Hoch. Ah, wie schlecht, Alter. Ihr seid ja so schlecht. Ohne Witz. Ohne hier. Alter. Da! Da! Jungs, was? Ja! Nein! Bro! Nein. Ey, was? Ja! Wieder von unten! Oh Gott! Oh, Vorsicht, Vorsicht! Aufhören, aufhören! Ah, hier rüber! Ah, let's go! Oh Gott! Let's go! Wusstet ihr, ich hab dieses Level gebaut! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh. Hier lang! Oh! Oh! Ah! Ah! Nein, ich bin abgerutscht, Digga, war vorne. Ja, komm, wir können. Wir können komm, 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 komm her. Na, Kasper, ah, da kommt er. Komm her. Kommt er. Komm her. Er geht nach. Okay, ich bin hier, glaube ich, oder? Er geht trotzdem in die Mitte, oder? Er geht links. Er geht links. Rechts. Er geht rechts. Er geht links. Ich wusste es. Das war deine Seite, Murkan. Alter, au! Jo! Mega Rutsche! Das hat ganz schön doll weh, ne? Ich bin voll schnell unterwegs hier. Na klar, das sind meine kurzen Beine. Ja, der hat absolut kurze Beine. Hosen. Du hast da Luft in den Hosen. Oder? Hey! Ja, echt die vollen Hosen da ohne Witz. Was ist das hier? Voll Brokkoli. Ein Riesenbrokkoli. Hä? Aber ich glaube, wenn du den isst, dann Brokkoli macht uns stark! Okay, komm. Brokkoli gesund. Brokkoli essen. Hä? Lecker. Ha, bam, oh mein bam, Gott. Bam, ich hab euch kaputt. Hä? Oh Gott, nein. Oh Gott. Auf die Minis. Auf die Minis. Bam, bam. Auf die Minis. Bam. Oh Gott. Ich wurde gekillt. Ah. Der Rote, der sieht aus wie du. Gott. Was ein Noob. Haut mal ab hier, ihr Minis. Ey, die sind easy zu holen. Lass mich. Ey, was? Wie schlecht seid ihr denn, Jungs? Du hast mich gerade ausgelacht. Mann, ich dachte, der kriegt mich nicht. Ihr seid ja richtig schlecht, Jungs. Oh Gott. Noch mal. Du bist schlecht. Nee, ich hab jetzt gerade alle besiegt. Ich hab gerade alle besiegt hier. Da kommen sie wieder die wirklich? So, zack, zack. Ja, ja. Ich hab's auch geschafft. Wo bist du, Leon? Sehr gut. Du bist ein riesen Brokkoli. Hier schon mal, so. Ja. Bam, hier sind wir beim. Guck mal, was für ein Noob. Der muss ja noch fighten. Was ist denn Noob? Kommst du? Was ist los bei euch? Was für ein Noob? Ich geh zum Helikopter, tschüss, halt jetzt zum Helikopter, der stinkt. Hallo, ja, der stinkt auch, jetzt erst da. Wer zuerst drin ist, du hast gerade gesehen. Hä? Oh nein, Gott. Ich flieg schon. Ja, wir fliegen ich alle. Ich bin vor Kaspar. Bist du gar nicht, Digga, du bist absolut hinter mir, Digga. Ich bin vor Kaspar. Guck doch mal, du bist absolut hinter mir, wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Ja. Ja! Da! Hä? Ja! Ja! Nein! Gewonnen! Nein, ich hab gewonnen! Hey, ich hab gewonnen! Ich bin vor dir! Ich bin vor dir! Ich bin weiter vor dir! Ja! Yeah. Okay, ich hab sogar Winner-Abzeichen bekommen! Tschüss! Haut rein, Jungs! Alter! Ist ein geheimer Weg? Das ist ein geheimer Weg. Ja, natürlich ist ein geheimer Weg. Dachte, das war's? Alter! Was ist hier für ein geheimer Weg? Und da kann man Dings. Die Wand? Wo sind sie das? Oh mein die Gott! Die beiden. Oh mein Gott! Lol! Wo geht's hier hin? Wo seid ihr? Bro, Alter, jetzt mal wirklich, was ist das hier? Jungs, was ist das? So ein Easter Egg oder was? Ich glaube, es ist ein Special Boss Fight. Das ganz geheime Abzeichen hier. Oh mein Gott, was ist hier? Guck mal, da sitzt der!
Yo, Abzeichen. Kriegen wir auch was? Ich möchte auch was. Yo. Alter, einfach Secret Ending Abzeichen. Das habe ich auch noch nie bekommen. Wir sind hier in Karlis Schule, Freunde, und wir müssen unbedingt entkommen. Anscheinend ist sie komplett böse. Hallo Schüler, gehe zum Mathematikunterricht. Okay, Kollege, ich gehe zum Matheunterricht, auch wenn ich gar nicht will. Und Leute, da ist Karli. Seht ihr mal bitte schön, wie gruselig sie aussieht mit ihrer Schere und ihrem spitzen Bleistift. Sie dreht auf jeden Fall gleich durch, Freunde. Und ja, oh oh, Karli wird gleich ausrasten, deswegen schnell weglaufen jetzt hier. Oh Gott. Sieht so aus, als hätte Karli eine Rampage hinter sich. Schnell weiter, okay. Oh mein Gott, Leute. Karli ist anscheinend jetzt gerade hier unterwegs. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier unbedingt irgendwie entkommen. Oh, komm schon jetzt hier. Los, jetzt hier schnell, zack, 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 weiter hochlaufen. Oh Gott, Freunde, das Ding ist, hier muss irgendwo Karli gerade sein. Und das ist, glaube ich, gerade richtig unnormal am Start, ne? Oh, pass auf. Hier sind anscheinend, oh Gott, hier muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man jetzt nicht auf diese spritzigen Teile geht. Oh, so wie da. Da müssen wir echt aufpassen, Freunde. Guck mal jetzt hier, zack, oh. Oh mein Gott, das war gerade übertrieben knapp. Und dann jetzt hier schnell, jawohl, und auch rauf. Jetzt haben wir es auf jeden Fall auch schon wieder überlebt. Sehr gut, weiter geht's hier in den nächsten Raum, Leute. Und oh Gott, ich glaube, hier ist irgendwo, ist hier irgendwo Karli? Hallo, oh mein Gott, was? Oh, Freunde, hey. Was? Ey, was ist denn mit Karli los? Schnell weiterlaufen, Leute. Oh Gott, Karli war auf jeden Fall jetzt hier gerade am Start. Na, oh nein, Karli hat die Schere verzaubert. Wie, welche Schere? Oh mein Gott, die Scheren. Ey, die hat sich gerade sogar fast einfach übersehen, Freunde. Okay, jetzt geht ihr wieder zurück, genau. Schnell durchlaufen. Oh mein Gott, Leute. Die Schere hätte mich gerade fast geholt, ne? Okay, Gott, ey, weiter geht's jetzt auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran, denn deswegen, wir werden auf jeden Fall heute Karli besiegen. So, geht jetzt in die Lüftung rein. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir Karli auf jeden Fall besiegen können, Freunde. Das ist hier schön, schön hier vorbeilaufen. So, okay, auf jeden Fall auch geschafft. Oh Gott, weiter geht's. Welche hat Karli nicht verzaubert? Oh, Leute, welche von den Scheren? Ich glaube, die ist richtig, oder? Nein, die blaue war falsch. Vielleicht ist ja hier vorne die pinke richtig, Leute. Und ja, es war die pinke und jetzt locker wieder die pinke, oder? Ich wusste es, Leute. Ich wusste, dass Karli die pinke nicht verzaubern wird. Hahaha, nicht mit mir. Springe auf die Basketbälle, um rüberzukommen. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, springen wir auf jeden Fall von Basketball zu Basketball. Oh, und irgendwo muss hier auf jeden Fall Karli sein. Oh, Leute, wo können sie sich hier verstecken? Die können locker hier irgendwo sein. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Und jetzt sogar noch, Leute, was? Du bist jetzt hier über die ganzen Toilettenpapiere, dann über die Toilette rüber. Oh Gott, nein, 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 hier darf auf jeden Fall nicht den Boden berühren, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr rutschig. Kann ich hier eigentlich, warte mal, kann ich auch sogar hier vielleicht in die Tür reingehen? Für so versteckte Sachen. Okay, entscheidet ihr gerade nicht. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier weiter, Freunde. Oh Gott, und hier ist schon wieder das Frauenklo. Da können wir auch nicht rauf, ne? Okay, jetzt gehen wir hier weiter. So, oh Gott, Leute. Hier wird, glaube ich, irgendwo Karli sein. Ich frage mich nur, wo sie... Oh Gott. Wo sie sein könnte. Okay, jetzt geht's... Oh, okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, Leute. Den kompletten Toilettengang haben wir jetzt hier gerade überlebt. Gehen wir mal weiter jetzt hier und gucken mal. Karli ist in der Bibliothek. Verwendet Zauberbücher, damit sie dich nicht angreifen kann. Was? Muss ich hier von Zauberbuch zu Zauberbuch springen oder was? Oh Gott. Okay, ich muss jetzt von Zauberbuch zu Zauberbuch gehen, Leute. So. Okay, sind hier noch irgendwelche Zauberbücher? Oh Gott, hier sind keine Zauberbücher. Oh mein Gott. Okay, ich brauche auf jeden Fall die Zauberbücher, Leute. Okay, jetzt gehen wir... Oh Gott. Da ist Karli, Freunde. Oh oh, sie steht jetzt auf jeden Fall direkt jetzt hier. Schnell, Zauberbuch, Zauberbuch, Zauberbuch. Okay. Oh, da vorne ist, glaube ich, der Ausgang, Leute. Da vorne ist der Ausgang zur Bibliothek. So, jetzt hier kurz wieder auf Zauberbuch aufgehen. So. Und dann weiter und raus hier. Oh Gott, Freunde, ohne Spaß. Was ist denn jetzt hier los? Berühre die Possessed-Bücher nicht. Okay, es sind anscheinend irgendwelche verfluchten Bücher. Und dürfen wir anscheinend auf gar keinen Fall berühren. Das habe ich auf jeden Fall schon mal jetzt nicht gemacht, Freunde. Deswegen sehr, sehr gut von mir. Schön die Bücher nicht berührt. Oh, sieht so aus, als hätte Karli Dämonen beschwört. Wieso? Oh Gott, wenn man da reinfällt, dann wird man quasi von Dämonen oder sowas besessen, ne? Okay, komm, wir gehen mal jetzt ganz kurz weiter, Freunde. Oh Gott, diese Karli ist doch irgendwie verrückt, Leute. Die ist doch irgendwie nicht mal ganz dicht. Oh Gott, jetzt sind doch hier, die rühren die Kabel nicht. Okay, dann berühren wir auf jeden Fall mal nicht die Kabel, Leute. Ich glaube, wenn wir die berühren, dann ist es auf jeden Fall gar nicht gut für uns. Dann ist es auf jeden Fall No-Go, Freunde. Dann werden wir anscheinend von Karli mit diesem Kabel verprügelt. Okay, jetzt geht's hier weiter. Und jetzt haben wir sogar, oh mein Gott, so Stifte. Okay, warte mal, ich gehe jetzt hier auf die Stifte rauf. Sollte auch hier weiter rauf.
Und jetzt hier schön die Lineale mitnehmen, Freunde. Warte mal, können wir durch die Tür gehen? Da ist doch... Hey, da ist doch irgendwas dahinter. Warum können wir nicht in die Tür reingehen? Oh, vielleicht werden wir auf jeden Fall erfahren, was hinter der Tür sich verbirgt, Leute. So, jetzt hier schön auf diese ganzen Radiergummi weiter und gehe in die Lüftung. Okay, Leute, komm, wir gehen jetzt hier in die Lüftung. Und ich bin mal gespannt, ob wir gleich Kali besiegen können, ne? Die ist nämlich... Ey, oh mein Gott. Die ist hier nämlich anscheinend... Oh Gott, Achtung, fallende Scheren. Leute, hier wird anscheinend irgendwo jetzt gleich Kali sein, ne? Okay, wir müssen jetzt hier kurz gucken. Können wir hier vielleicht irgendwie ausweichen oder... Warte mal, wie mein Schwert, ne? Ist hier Kali irgendwo? Hallo? Oder müssen wir jetzt hier durchgehen? Wir müssen uns hier durchquetschen. Was? Wo sind wir denn jetzt hier gerade, Freunde? Vermeide es, die Gasdämpfe zu berühren. Oh mein Gott, Freunde, wenn wir jetzt die Gasdämpfe berühren, dann war es das quasi mit uns, ne? Und dann ist hier irgendwo... Warte mal, das ist doch locker irgendwo Kali. Wir können auch nicht mehr zurückgehen. Das heißt, irgendwo muss hier Kali sein, Leute. Jetzt auf gar keinen Fall die Gasdämpfe berühren. Guck mal jetzt hier, wie sie gerade kommen, Leute. Wie die Gasdämpfe einfach vor mir die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen und sowas machen. Jetzt hier schön warten, warten, warten. Okay, jetzt wieder durchgehen, Leute. Und die nächsten Gasdämpfe sind schon wieder am Kommen. Oh, Leute, ganz vorsichtig jetzt hier, ne? Wo ist eigentlich mein Schwert hin? Ich hatte doch gerade eben noch ein Schwert, ne? Jetzt hier wieder schön durchgehen, Freunde. Oh, oh Gott, nein, da kommen die Gasdämpfe gerade schon wieder. Müssen wir anscheinend jetzt hier gerade nochmal warten, bis die Gasdämpfe vorbeigegangen sind. Okay, jetzt hier schön wieder warten, Freunde. Warten, warten. Jetzt hier durchlaufen. Schnell durchlaufen. Aber wo ist mein Schwert? Ich habe, glaube ich, irgendwo mein Schwert verloren oder so, ne? Hallo? Ist hier irgendwo mein Schwert? Hallo? Ich glaube, ich habe mein Schwert verloren, Freunde. So, wir sind fast aus dem Keller. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall jetzt hier schön, ich glaube, genau, von einem Ding zu dem nächsten hüpfen. Oh, Gott, das sind aber echt richtig weite Sprünge, Freunde. So, jetzt hier einmal schön, schön rauf und dann hier schön, zack, jawohl, Freunde. Haben wir schon die Kandidation, glaube ich, gerade sehr, sehr gut überlebt, ne? Oh, warte mal, finde deinen Weg durch das Labyrinth der Lüftungsschlitze. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, okay, ich gehe jetzt mal schnell nach oben und gucke, ob ich hier den richtigen Weg finden kann. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts rumgehen, Leute. So, rechts rum, dann hier lang. Und nein, hier ist eine Sackgasse. Okay, dann ist vielleicht hier der richtige Weg. Okay, warte, dann müssen wir... Ich glaube, wir müssen durch die Mitte durchlaufen, Freunde. Durch die Mitte ist, glaube ich, immer ein... Oh, was ist hier? Was ist hier, Leute? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Warte, war da hier gerade der Ausgang? War hier... Ja, oh mein Gott, gehe zu dem... Warte, steht da? Gehe zu den Türen... gehe zu den Türen zum Parkplatz. Oh, Leute. Hier wird anscheinend jetzt irgendwo... Können wir jetzt hier reingehen? Auch wieder nicht. Nein, ich dachte, jetzt können wir da vielleicht wenigstens reingehen, aber anscheinend wieder nicht. Okay, jetzt ist ja anscheinend irgendwo Kali, Freunde. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier beim Parkplatz und oh, da sind ganz, ganz viele schnelle Autos. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht von diesen Autos umgefahren werden. So, jetzt springen wir von einem Auto zu dem nächsten Auto. Wieder zu dem nächsten Checkpoint. Oh Gott, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier aufpassen, Freunde. Und jetzt lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, was ist da übertrieben schwer, Freunde. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier echt warten, bis ein Auto vorbeigefahren ist. Jetzt hier schnell, 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 schnell. Hä? Wie soll man denn das bitte denn schaffen, Leute? Das ist ja übertrieben schwierig. Guck mal, jetzt müssen wir, wenn man jetzt genau in dem Moment losrennen würde, guck mal, direkt schon wieder richtig schnell die neuen Autos. Jetzt hier schnell, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, ich bin in der Mitte stehen geblieben. Das war der Trick. Als ob das funktioniert hat, Leute. Okay, warte mal, habe ich das jetzt hier? Hey! Okay, ich dachte gerade, ich kann da nicht durch. Ne? Die habe ich gerade nicht durchgelassen. Okay, jetzt muss ich ja anscheinend gucken. Kann ich jetzt hier vielleicht richtige Seil springen? Oh Gott. Wir müssen ins richtige Seil springen, Leute. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ey, ich habe doch probiert, das Seil ordentlich zu springen. Okay, warte mal, ich muss jetzt hier kurz das Seil. Hoppa! Okay, ein Seil haben wir schon mal geschafft. Er hat auf jeden Fall auch schon das nächste Seil geschafft. Dann geht's hier wieder zum. Hey! Okay, warte mal, das erste Seil ist gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt hier ist schon mal das erste Seil, das ist das zweite Seil und jetzt das dritte Seil, Leute. Oh Gott, ich habe immer noch das Schwert am Start, ne? Ich habe das Schwert am Start und ich habe auch keine Scheu, es zu benutzen, damit du weißt, Kali. Damit du weißt, Kali. Okay, jetzt können wir hier, glaube ich, hier schön... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schön, ja, die ganzen Dingern vorbei. So, jetzt müssen wir... Nächster Checkpoint, was ist da vorne? Leute, irgendwas ist da vorne. Ich glaube, wir müssen jetzt da vorne gegen Kali kämpfen. Oh, oh. Ich habe mich jetzt gewappnet, Leute. Ich bin bereit zu kämpfen. Und habe mein Schwert ready. Und gehe jetzt hier in den geheimen Tunnel rein. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, ich habe ganz doll Kali. Ey, oh, Leute, was ist das denn? Wir haben anscheinend Kali besiegt. Wir haben anscheinend gewonnen, Freunde. Und somit können wir jetzt hier zum Beispiel auf der Hüftburg so oft springen, wie wir wollen. Guck mal hier, zack. Und warte. Und whoopa. Ey, wie cool ist das denn? Wir können sogar hier auf die Schaukel gehen, Leute. Und können sogar mit der Schaukel richtig oft, oh mein Gott, richtig aufs Hin und Her gehen. Pass auf, pass auf. Wenn wir jetzt vielleicht genug haben, werden wir wahrscheinlich, ey, der hat uns gerade aufgehalten von der Geschwindigkeit. Okay, warte, vielleicht können wir dann genug Speed haben und uns gleich auf eine andere Welt teleportieren. Wenn wir genug Schwung geholt haben, Freunde. Oh ja, wir überschlagen uns gleich. Sehr gut. Oh, Leute. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Okay, ich werde mich überschlagen, Leute. So hoch, wie wir jetzt gerade... Obwohl, kann ich nicht... Kann ich mich nicht überschlagen, Leute. Ich glaube, ich kann mich nicht überschlagen. Es ist so ein Limit, was man hat. Da ist man gebremst. Na gut, Freunde. Auf jeden Fall haben wir die Kali-Obby heute geschafft. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt immer die beiden Videos aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.